Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon das Sammelkartenspiel Online. Und zwar haben wir hier ein paar Sachen zum Öffnen. Beginnen wir hier mal mit der Raritätentruhe. Und öffnen sie. Wow, okay, ein Auslass und 5 Pokémünzen. Ja, dann. So, dann haben wir hier ein Frostklar gekauft. Mit jede Menge guten Karten eigentlich. Und da Sandama ist sehr gut, es erlaubt mir immer eine Karte zu ziehen. Das Vulnona ist sehr gut mit ihrer klaren Barrierefähigkeit. Verhindert jeden Effekt von Attacken, einschließlich Schaden, die durch Pokémon Checks oder Pokémon X-Karten zugefügt werden. Diesen Pokémon zugefügt werden. Dann noch ein paar gute Item-Karten und Trainerkarten und eine wunderschöne Vulnona-Münze. So, dann hier Booster Pack Turbo Fieber. Das öffnen wir mal. Und schauen, was uns da erwartet. Okay. Top Elixier, das ist gut eigentlich. Ja, und ein Psyogon, ja, okay. Dann öffnen wir ein Schicksalsschmiede. Zack. Okay. Was ist das? Verbogene Löffel. Okay. Verhindere alle Effekte von gegnerischen Angriffen außer Schaden. Ja, kann nicht so schlecht sein. Und ein Lucario. Schaut gut aus. Aber ja, nicht wirklich so was Besonderes. Öffnen wir hier XY Evolution. XY Evolution, da kann jetzt was Gutes sein. Chlorik ist immer gut. Okay. Oh, zwei sogar. Zwei, ein Bisaflor Geisterbund. Okay. Öffnen wir das. Electri. Das schaut so. Naja. Okay, und Magneton. Zweimal ein Dreigesicht. Ja, ja. Und öffnen wir Stunde der Wächter. Komm schon. Komm schon. Sei was Gutes, sei was Gutes. Ah, Deponitox. Man sollte in den Karten abschlagen seines Gegners. Hey, das ist gar nicht so schlecht, eigentlich. Okay, aber jetzt hier. Sonne und Mond, Nacht in Flammen. Öffnen wir eines mit Marshadow da drauf. Und ja, da sind sehr viele neue, da habe ich glaube noch nichts. Und Doppelding. Zuerst haben wir die. Ein Pampros. Das schaut eigentlich ziemlich cool an, eigentlich. Und ein Alola Vulnona. Nein, ich habe jetzt schon zu viele. Okay. Öffnen wir noch eines. Und ja, wieder zwei. Was macht der Süß? Okay. Ein Lavinix. Das ist eigentlich eine sehr gute Fähigkeit auf Giftschub. Und ach komm schon. Aber Giftschub ist sehr gut, weil man kann da einfach auf vergifteten Pokémon noch eine Schadensmarke dazugeben. Das könnte ich mir vorstellen, man Gewaltrotdecke da reinzuhauen. So gut, das letzte öffne ich jetzt hier. Das letzte. Ein Glimanda, das schaut sehr lieb aus. Softcorn. Ach komm schon. Nichts. Nichts wirklich Gutes. Ach komm. Ah, mir geht es jetzt gerade so wie dieses Glimanda. Nichts Gutes. Nichts Gutes. Fertig. Fertig. Das war so. Schon wieder.
Ja. Wirklich, da war ja nichts Gutes dabei. Aber wenigstens in meinem Booster-Opening, da war was Gutes dabei. Also schaut da rein und schaut auch die anderen Pokémon-Online-Sachen an, die anderen Booster-Openings an, die anderen richtigen Booster-Openings, also die in echt und Teamboxen-Öffnung und so weiter. Vielleicht ist da was Gutes, was ihr sehen wollt. Schreibt einfach in den Kommentaren hin, was, wie, wo. Und unterstützt mich, indem ihr auf den Abonnieren-Button Knopf drückt und bis zum nächsten Mal.